Oh, hallo und herzlich willkommen zurück. Nach einer, ja, relativ kleinen Pause, sage ich jetzt mal, bin ich wieder da. Und zwar zu Heroes of the Storm. Und zwar alleine. Jo, was soll ich sagen, ey? Ja, wir sind immer noch mit der Nova dran. Und der letzten zwei Völkchen, die waren auf jeden Fall schon mal gut. Scheiße, ey. Jetzt habe ich hier Zahnpasta an meinem. Ich habe hier wirklich nur Zahnpasta im Bad. Nee, ne. Ja, gucken wir mal, wie es läuft. Mit Nova. Ich muss schon mal langsam gucken, wie es dann weitergeht. Ah, wir haben schon viel geschafft, ne? So ist nicht. Boah, vor dem graut es mir auch ein bisschen. Ich habe den einmal gespielt mit dem zweiten Account. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Den Chen. Schlechter habe ich leider noch gar nicht gespielt. Arthas auch. Boah, ich glaube, das war noch in der Beta von Heroes. Auch mit dem anderen Account. Ein oder zwei Runden. Sylvanas ist ganz cool, da freue ich mich drauf. Tyrande habe ich auch ein, zwei Mal gespielt. War auch nicht so mein Fall. Den habe ich noch nie gespielt, den habe ich noch nie gespielt, den habe ich noch nie gespielt. Das wird interessant. Geil, die neue Karte, Höllenschrei. Finde ich gut. Ich mag die Karte persönlich sehr, sehr gerne. Auch wenn viele sagen, ja, so toll ist die ja gar nicht und so viel Neues gibt es ja da gar nicht und so. Aber ich persönlich mag die Karte sehr, sehr gern. Gehört nicht zu meinen persönlichen Lieblingen, ja? Aber sie gehört auf jeden Fall zu den Top 3. Sagen wir es mal so. Ich meine, ihr wisst ja, meine Lieblingskarte ist Drachengärten und die Spinnenkarte. Die halten sich so ungefähr gleich. Die spiele ich sehr, sehr gern. Aber permanent möchte man die natürlich auch nicht spielen. Abwechslung ist da schon schön. Was die Karten angeht. Deswegen, Phallus und ich, wir hatten das in einer der letzten Folgen auch schon angesprochen. Es wäre schon schön, wenn mehr Karten kommen, aber da bin ich mir schon ziemlich sicher, dass Blizzard daran arbeiten wird und dass dann noch viel, viel mehr andere Karten kommen und auch andere Spielmechaniken. Das ist ja auch das Schöne bei Heroes, dass man hier immer andere Sachen zu erfüllen hat. Nur. Ich meine, im Prinzip ist es alles dasselbe, ne? Loote das, aktiviere das, mache jenes, aber es ist trotzdem immer ein bisschen anders und trotzdem irgendwie abwechslungsreich. Und diese Höllenschreie-Karte. Schreine? Schreie? Ich weiß gar nicht. Bleibt ein Weilchen und Ach ja, Goblin. tötet diesen Schatzgoblin. Tötet ihn! Hervorragend! Ein Goblin weniger, über den wir uns Gedanken machen müssen. GLA Jeff. So, wir haben Nova, Sylvanas, Usa, Asmodan, Jaina gegen Sonya, Usa, Jaina, Asmodan, Anubarak. Ich glaube, könnte hart werden, aber ich halte es für durchaus realistisch zu gewinnen. Durchaus. No lanes, no win, ne? Wieso ist niemand top? Ich meine, ich bin Nova, ne? Ich bin kein Laner, das ist klar, glaube ich. Hilfe dir, nee, Jaina. Pull him back. Ah, damn. Pink 0815, den hatten wir doch vor ein paar Tagen auch schon mal in der Folge, oder? Vertue ich mich da jetzt? Ah, ist natürlich doof, ne? Wenn die hier so in der Möpse drin stehen.
in Kürze aktiviert. Helden, Schweine. Macht euch bereit. Auf dem Weg. Es ist soweit. Aktiviert den Schrein und richtet seine Wächter. Dann soll uns der Bestrafer hörig sein. Ah, gut laufen ist was anderes. Kriegen leider irgendwie weniger Möpse ab, oder? Ja. Oh! Ey, das ist so knapp, ne? Komm, Asmodan, die sind doch alle fast down. Ja. Komm, Booster. Bestrafer, lass einen Mörsersturm auf die Truppen der Hölle niedergehen. So, ich mache hier kurz Porter back. Because no mana. Baby ups, no mana, ne? Und dann funktioniert es ja nicht, ne? Ist ja klar. So. Der Gegner konnte unseren Bestrafer bezwingen. Ah, der hämmert auf jeden Fall ganz gut rein, ne? Der Typ, der Bestrafer. Ja, soweit, so gut. 5 zu 2. Was die Kills betrifft. Level sind wir auch slightly vorne. Ah. Ah, wie low die sind, ne? Darf echt nicht wahr sein. Schön. Der Käfer war auch fast down. Ich guck mal hier. Oh, den muss ich haben, ne? Den muss ich haben. Okay. Oder so. Hat Sylvanas schon selber geklärt. Dann ist er gut. Oh. Ich komm zu Hilfe, ne? Ja, wie gesagt, mag sein, dass die Skillung vielleicht für den einen oder anderen nicht so optimal aussieht, aber ich komme damit ehrlich gesagt besser klar mit den panzerbrechenden Kugeln. Wird ein weiterer Schrein aktiv sein. Lasst ihn nicht in die Hände unserer Gegner fallen. Aktiviert den Schrein. Lasst nicht zu, dass unser Gegner die Macht des Bestrafers beansprucht. Jetzt echt den Mob getroffen, das ist ja ärgerlich. Gekillt? Ja. Oh, komm! You kidding me? Lass mich durch! Block on the wrong time. So, ich gehe kurz zum Pool. Oh, die Jaina will ich haben, ne? Das ist ganz klar, ist das. Zack. Guys. Ausgezeichnet. Guys. Oh, Junge. Wo war denn der Heal? Primo Keks. War nix, ne? Ah, komm.
Ich bin das erste Mal gestorben. Ja, so langsam komme ich auch ganz gut in Nova rein, muss ich sagen. Hat jetzt ein paar Folgen gedauert, um da richtig mit rund zu gehen. Boah, die sind so low, ne? Alter, das ist doch geht nicht. Hör doch auf vorzupreschen, Mann! Jetzt meins! Meiner! Weißt du, er verjagt die Fische, ne? Dann kann man auch nicht ordentlich fischen, ne? Ihr verschreckt die Fische, ne? Guck mal da, Jaina ist ein bisschen schon fernab vom Rudel. Wo ist sie? Ach, die ist hier nach unten gegangen, okay. Ach ja, das sind schon wieder zu viele. What are you doing? Keine Jaxen, ne? Oh, hier. Dein Schrein baut Energie auf. Seid bereit, Helden. Das krieg ich hin. Da ist zu spät. Der Schrein ist bereit. Im Namen der Hohen Himmel fordert die Macht des Bestrafers. Okay, gucken wir mal. Komm! Na gut, nehmen wir halt den Käfer, der ein bisschen overextended ist. Bestrafer stärkt. Mann! Wählt ein Talent. Ah, da habe ich mich zu krass baiten lassen, ne? Aber es sind drei Leute gewesen, die nichts mehr hatten. Wo überall nur noch ein kleiner Schuss gefehlt hat. Also ein Schuss. Selbst ein Auto-Attack hätte gereicht. Naja, schade. Willst du machen? Ah, es läuft ja trotzdem. Die brennenden Hölle haben unseren Bestrafer getötet. Trotz allem, ne? Hallo, lass mich nicht alleine, du Tropfstein! Danke für den Heal. Nö. Na gut, vielleicht hat er auch Cooldown. Da weiß man ja nicht. Sylvanas macht ja Solo-Ding. Ist ja bei Sylvanas auch gar nicht so verkehrt unbedingt. Aber es reicht nicht. Nova hier. Wird gemacht. Ja, macht er doch immer. Habe ich das schon mit dem Debuff? Ne.
Das muss noch, da kommt noch, ne? Oha. Drei sind unten, einer ist in der Mitte, einer ist oben. An einem Schrein sammelt sich Energiehelden. Oha. Ja, es sind schon wieder nicht alle hier, ne? Es ist so traurig, Mann. Ja, okay. Jaina kommt, aber dann ist ja gut. Ja, noch kein gutes Ziel vor Augen, ne? Die Zeit ist gekommen. Die Jaina vielleicht. Bezwingt die Schreinwächter und schickt den Bestrafer gegen unsere Feinde aus. Er erhöht den erlittenen Schaden, also ist doch. Oh, hat sich unverwundbar gemacht. Na gut. Krass, das hätte ich nicht gedacht. Da ist ja einiges noch gegangen gerade. Da war ich selber ein bisschen baff. Folgt den hohen Himmeln in die Schlacht. Schon fast erwartet, dass ich selber bei der Aktion drauf gehe, aber das ist ja cool. Na dann, mach den Weg mal frei, Sylvanas, ne? Mach den Weg frei, mach ihn frei. So, jetzt kommen wir rein. Wo sind die Mates jetzt? Einen haben wir schon mal gut gekillt. Unser Bestrafer war den dämonischen Truppen unterlegen. Ah, sind jetzt alle hier und die Mates gammeln irgendwo ab hier. Da und da und da. Na gut, es ist ja nicht so schlimm, ne? Im Moment sind wir weit vorne, auch mit den Kills haben wir eine kleine Rotation drin. Jaina gerade down gegangen. Natürlich jetzt noch ein oder zwei erwischen könnte, wäre das natürlich cool. Hier oben den Käfer zum Beispiel. Gott, nee. Ah, das war fail. Das war richtig fail. War gut. Double KO. Ah, in der Runde bin ich wieder nicht so zufrieden mit mir, muss ich sagen. Ich bin viermal gestorben. Das ist echt häufig. Primus Keks, ne? Komplette Team vernichtet. Ah, das wird uns jetzt einiges kosten. Aber was soll's, wir haben ja noch alle Gebäude. Hier machen sie jetzt gerade die ersten Gebäude platt. Wir müssen halt hier mit dem Ding, das ist jetzt halt doof, ne? Hier haben wir noch, da oben haben wir auch noch. Die Gegner haben halt nur noch Main Base, das hier und das. Schon okay. So. Wäre natürlich schön, ein paar Gegner zu erwischen, die schon halb down sind. Nehmt den Schrein ein. Zeigt seinen Wächtern eure Entschlossenheit. Eieiei. Das wird hart, ne? Ich glaube, da kriege ich keinen down. Oh mein Gott. Naja. Da hat Sylvanas schon recht, ne? Besser zurück. Zu zweit können wir da eh nichts machen. So wie ist das? Unser Gegner hat einen Arkan-Bestrafer herbeigerufen. Einen Arkan-Bestrafer.
Oha. Ups. Ups. Ah ja, die preschern jetzt richtig rein, ne? Was willst du machen? Ja, vielleicht kostet uns das jetzt das Spiel. Die Aktion. 4 Leute tot. Nur noch Usa da. Ja. Da kostet uns das Spiel. GG. Mit trauriges Face. Ja. Wie gesagt, ich bin auch ein bisschen unzufrieden mit mir. Das hat in der Folge nicht so gut funktioniert in der Runde. Ja, ich habe ein paar schöne Kills gemacht wieder, aber auch ein paar Fail-Aktionen dabei gewesen. Ja, wenn die Leute mit 10% Leben abhauen und ich weiß, da fehlt nur noch ein Schuss, dann neige ich dazu, einfach hinterher zu laufen. Und das war in der Folge leider nicht immer so erfolgreich, aber was soll's. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und 5 ist er leider noch nicht geworden. Das dauert jetzt noch, ne? Nächste Folge. Tschüss.